Dieses Video hilft Ihnen, um kleine Feineinstellungen, Feinjustierungen an Ihrem Drucker vorzunehmen. Beachten Sie bitte, das neue Ausdrucksformat hat viele Informationen, die für den einen notwendig sind, für den anderen vielleicht nicht. Sie selber können über den Report Designer Einfluss auf Schriftgröße, Schriftbreiten und Schriftausrichtungen nehmen. Das können wir leider nicht für Sie übernehmen oder für jeden Einzelnen übernehmen, da im Zuge der neuen Flexibilität natürlich jeder einen anderen Anspruch hat. Gerne können Sie aber auch diesen Service buchen, wenn wir für Sie diese Veränderungen durchführen sollen. Auf unserer Homepage und Service finden Sie die dementsprechenden Informationen und Buchungen dazu. So, aber was Sie schon mal tun können, wenn Sie sagen, mein Ausdruck ist eventuell zu schwach, nicht so gut lesbar, dann können Sie vielleicht die Druckqualität verändern. Indem Sie in die Systemsteuerung gehen, dann die Option Geräte und Drucker wählen und Ihren Drucker auswählen, indem Sie mit der rechten Maustaste draufklicken und sagen Druckereigenschaften. Je nach Druckerhersteller kann das Eigenschaftsfenster unterschiedlich sein, sei es jetzt von Star, Bixelon, Metapace, Siemens und Fujitsu oder wie sie alle heißen. Wie gesagt, ich kann Ihnen hier nur eine grobe Anleitung geben, wo Sie das eventuell finden. Also wo Sie das bei Epson zum Beispiel finden, wo Sie das bei Ihren installierten Druckertreiber finden, kann ich Ihnen leider nicht zu 100% beantworten, weil ich kann nicht für jeden Hersteller ein Video machen, das geht nicht. Und dann auch noch für jede Treiberversion, weil es kann ja sein, dass der neuere Treiber, den Sie installiert haben, eine andere Oberfläche hat als ein älterer Treiber. Auch hier empfehle ich Ihnen natürlich auf der Herstellerseite immer den aktuellen Treiber für Ihren Drucker herunterzuladen. In unserem Fall gehen wir auf Einstellungen. Hier auf erweiterte Einstellungen und wir öffnen nun das Kommunikationsfenster mit dem Drucker. Das ist direkt von Epson, also vom Hersteller, und das kann durchaus ein klein wenig Zeit in Anspruch nehmen, weil es hier um Hardware und Low-Level-Communication geht. Nachdem sich das Fenster geöffnet hat, bei uns hat es jetzt fast 10 Sekunden gedauert, können wir auf, muss ich selber schauen, Druckersteuerung gehen. Genau, hier ist es bei Epson. In der Druckersteuerung können Sie, würde ich Ihnen empfehlen, die Druckgeschwindigkeit in der Mitte zu platzieren. Das heißt, in der höchsten Stufe kann es sein, dass der QR-Code sich verschiebt. Warum, weiß ich nicht. So mittlere Stufe ist ganz gut. Die Druckdichte steht standardmäßig bei 100%. Ich würde Ihnen empfehlen, die hochzusetzen, weil bei Thermopapier ist es ja egal. Alles andere kann man dann so stehen lassen. Und nun sind die Schriften bzw. die Druckqualität etwas höher, also das heißt um 30% höher die Druckdichte. Und sollte Ihnen das dann immer noch nicht genügen, dann müssen Sie natürlich im Programm, in der Wabi, ich mache das hier mal parallel auf unseren anderen Bildschirm auf. So, dann ziehe ich das jetzt einfach mal rüber. Na, zu viel Fenster. Dann können Sie unter Fragezeichen Reporte Ausdrucke 80 mm Bohnen, Sie den Bohnen Bar und EC. Dann können Sie dementsprechend die Informationen hier ändern, indem Sie hier einen Doppelklick zum Beispiel auf die Bezeichnung, und nee, das ist der Nachlass, machen, hier zum Beispiel auf die Bezeichnung machen. Und dann können Sie hier die Schriftart verändern, indem Sie auf Style gehen und sagen, hier wähle ich eine andere Schriftart. Und zwar, das ist eine halbschmale Schrift, das ist die Standardschrift. Sie sehen schon hier den Unterschied. Halbschmal ist natürlich schmäler als der Standard. Dann können Sie sagen, nee, ich will Standard haben. Und dann klicken Sie einfach auf OK. Und hier bestätigen wieder mit OK. Und nun ist dieses Textfeld größer. Bitte beachten Sie, dass Sie die Textfelder niemals, also wenn Sie ein Objekt anklicken, sollte das an der oberen Position, also hier unten sehen Sie immer die Positionen des von Ihnen markierten Textfeldes oder Objekts. In unserem Beispiel haben wir die Bezeichnung markiert und wir sehen, dass oben 0,0 steht. Es darf auf keinen Fall im Minusbereich stehen, also minus 0,03 oder minus 0,05, nein. Es muss auf 0 stehen oder auf 0,3 stehen, also im positiven Bereich. Auch sollten Sie berücksichtigen, wenn Sie ein Textfeld ändern oder in der Schrift, in der Größe ändern, dass wo unten so ein Balken ist, ja, wo unten dann noch so ein grauen Balken ist, wenn Sie den verändern und hier zum Beispiel eine größere Schriftart einbauen oder zuweisen, dann kann es sein, dass dieses Textfeld plötzlich hinter diesen Balken sich verschiebt. Deswegen den Balken erst nach unten ziehen, dann das Textfeld editieren, also die Schriftart zum Beispiel ändern. Wir machen das jetzt mal bewusst größer, damit Sie das sehen, was ich meine. So, und ich klicke da mal rein. So, und Sie sehen jetzt, dass dieses Textfeld größer ist. Und wenn jetzt
unser Balken hier jetzt noch in den oberen Bereich wäre, dann würde Folgendes passieren, dass hier zum Beispiel diese Spalte Gesamt in den Hintergrund rutscht und dann hätten wir eine Überlappung. Das heißt, dann sieht es auch nicht mehr so gut aus. Auch können Sie die von Ihnen gewünschten Informationen natürlich über diesen Fontmanager zum Beispiel sagen, ich will es fett haben, wie auch immer. Und Sie sehen auch hier unten dann eine kleine Vorschau hier in diesen kleinen Fensterchen, wie das dann eben aussieht. Das sollte Ihnen helfen, dann Ihre Entscheidung dementsprechend anzupassen. So, das war es eigentlich schon auf die Schnelle. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen angenehmen Tag.